Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Witcher 2 Assassin of Kings. Ich bin ein bisschen durch den Wald gelatscht, habe ein paar Endragien getötet. Wir können jetzt die Endragien-Quests machen. Oder wir schauen uns an, was in dieser Höhle ist, in die ich gerade durch Zufall reingestolpert bin. Und die wollte ich natürlich nicht alleine erkunden, sondern halt mit euch zusammen. Da wir im Wald schon die ganze Zeit rumgelatscht waren, dachte ich mir, ja, den Wald braucht ihr jetzt nicht nochmal sehen. Beziehungsweise schon, aber dann bin ich zwischendurch einmal gefailt und dann habe ich keinen Bock mehr da drauf und sprich, mach ich erstmal hier einen Lecker kaputt. Weil ich's kann. Okay, da ist unser Nebenkörper. Schlag der her. Hier liegt ein kaputter Mensch. Was? Noch mehr? Was? Ich hatte den noch getötet? Oh mein Gott! Nein! Nope! Wie mich das ankotzt! Hätte ich gerade mal gespeichert, ey. Ich hab mir jetzt auch so überlegt, speicherst du jetzt vor der Höhle, bevor du drauf gehst? Wäre natürlich schon cool. Und so. Aber irgendwie auch nicht. Und jetzt muss ich wieder ein Dragien töten. Oh, wie mich das ankotzt. Ja, wobei, geht eigentlich. Ja, ich hatte halt hier noch so ein paar Viecher getötet. Das ist jetzt schon ein bisschen nervig, dass die jetzt nicht mehr auf meinem Kill-Counter sind. Aber wisst ihr was, Leute? Ihr könnt mich alle mal, ihr lernt es wohl nie. Kreuz bei Drowner. Ich weiß, Feuer ist nicht effektiv gegen die, aber ist mir gerade auch egal. Ich will jetzt wissen, was in dieser Höhle drin ist. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir gehen jetzt diese Höhle entlang. Töten ein paar Necker. Noch einer. Komm, lutsch meinen Sack. Das war total daneben. Warum habe ich da überhaupt noch den Feuerball gezündet? Fokus doch bitte mal den Fliegen. Verfluchte Biester. Ah, das ist der Neckarbau, glaube ich. Jetzt ergibt das auch alles ein bisschen Sinn. Na klar, hier kommen die, hier sind dann die Nester, wo die dann hochgehen können. Ja. Ein Leichenfresser. Okay, schöner dranbleiben. Verbügeln, verbügeln, verbügeln. Feuer und... Auf Wiedersehen, Leichenfresser.
Schattenbeinwurz. Nekrophagenblut und Haut. Ja, Mangustenelixier. Okay, ja. Ja, aber hat doch schon mal geklappt, dass wir das jetzt hier freigeschaltet haben, in Anführungsstrichen. Okay, Aufwertung der Rüstung mit Ketten. Ja, super. Vergleichen. Plus 3 Rüstung. Episch. Okay. Ja, finde ich gut. Das sind alles nur Runen, ne? Ja, okay, alles klar. Rüstung, abgenutzte Lederjacke, vergleichen. Ja, die wird verkauft. Die kostet uns in Anführungsstrichen zu viel Gewicht. Kostet sie uns das? Ich weiß es nicht. Sie belegt zu viele Gewichtsplätze in unserem doch stark begrenzten... Wow. Einmal nicht nach vorne geguckt. Das ist echt nervig und tödlich. So. Ein solides, ausgewogenes Messer, Distanzwaffe. Aha. Ja, natürlich bin ich jetzt überlastet. Ja, komm hier, schmeiß weg. Geht doch. Okay, wir müssen ein Mangustenelixier herstellen. Verfluchte Biester. Okay. Ich sag dazu nichts. Aber ich werde mal vorsichtshalber hier speichern. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass wir hier nicht verrecken gleich, wenn wir da rauskommen, weil hier was weiß ich nicht, was auf uns wartet. Nichts? Okay. Waren wir eigentlich hier schon mal? Oh. So, komm, nimm die Falle mit. Je mehr Fallen wir durchlatschen und aufheben, desto weniger sind im Wald. Das macht den Wald ja natürlich auch sicherer für die ganzen Bewohner hier. Nicht mal die Fallen können wir sicherlich verkaufen, weil wir verwenden werden wir sie eh nicht. Was gibt's hier oben? Aha. Sehr interessant. Ah, hier sind die Elfenruinen. Rosen. Oh, das ist ja schon... Schon ein netter Ort, ne? Möchte ich mal behaupten. Schellkraut. Zaunrübe. Nee, was war das hier? Okay, da kommen wir nicht rein. Kann ich hier auch wieder Igni auswählen. Sollte auch mal ein paar andere Zauber verwenden, aber ich weiß nicht, ich bin halt eher so der Feuertyp. Ich mag halt Feuerbälle schmeißen. Weiß nicht warum, ist wahrscheinlich, weil ich ein Pyromaniac bin. Das kann natürlich alles sein, ne? Also, da lasse ich jetzt mal alles offen. Aber wann sind wir denn auch Level 8? Ich möchte entweder Messer werfen können, oder man
hier mehr Magie wirken können, weil zwei Zauber sind doch ein kleines bisschen wenig. Ja, okay, okay. Ich muss dieses Nest hochjagen. Ja, du musst das Nest hochjagen. Wer hätte das gedacht? Mehr hat eure Mutter nicht geboren. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, wir sollten gehen. Oh Mann. Okay, Moment. Was steht denn eigentlich noch so aus? Okay, ja. Ach ja, richtig, ich bin ja gestorben zwischenzeitlich. Krieg die Krise. Komm, pack mal dein Schwert weg. So, Alchemie. Manguste. Trank schützt vor giftigem Kairanschleim. Okay. Ach, hier herstellen, okay. Yay, wir haben ein Schattenbeinwurz-Elixier. Was wir können. Allzeit bereit. Komischer Typ ist immer noch nicht wieder da. Okay. Ich würde sagen, wir werden jetzt meditieren und gehen dann mal zu Loredo da in die kleine Festung rein. Und räumen da mal ein bisschen auf, indem wir da ein bisschen ausrasten. Egal. Never mind. Vielleicht finden wir ja auch noch irgendwo die königliche Postruhe. Keine Aufträge vorhanden, das finde ich nicht gut. Das finde ich ganz und ja nicht gut. So, so. Die Leute hier sind doch sauberer als wir. Dann möchte ich einmal hier meditieren. Und zwar Meditationsdauer bis nach Abenddämmerung. Das hat ja gut geklappt. Was muss ich denn da machen? So, Meditationsdauer. Ach ne, jetzt ist Abenddämmerung. Ah, okay. Der Kommandant ist beschäftigt. Komm gegen Abend wieder. Willst du mich verarschen? Es ist fucking Abend. Loredo will mich sehen. Der Kommandant ist beschäftigt. Komm gegen Abend. Lutsch doch meine Eier. Hier, nee, da. So, zack, Meditationsdauer. Es ist doch... Ach nee, es ist Mittag. Hey, das ist natürlich jetzt, ne... Was ist? Der Kommandant will mich sprechen. Nein. Waffe hier lassen und reingehen. Pass bloß gut auf sie auf. Sie ist sehr wertvoll. Warte, Wolf. Ich habe auch mit dem Kommandanten zu reden. Wird's heute noch was? Hör mal, du. Ich bin Offizier. Du ein gewöhnlicher Gemeiner. Wenn ich will, dass du... Rosch, komm schon. Ja, ja, so ist es. Mit der Truppe kann Loredo die Anlegestelle gegen keinen besoffenen Holzfäller halten. Von die Balliste. Dieser Sack hat die Balliste. Weißt du, was für eine Waffe das ist? Mhm. Rahmen mit federnden Eisenplatten. Rosshaarsehne. Das Ding kann schwere Bolzen 1000 Schritt weit schleudern.
Man kann sie zweimal pro Minute abfeuern, aber nicht zweimal dieselbe Stelle treffen. Wegen des Rückstoßes, habe ich gehört. Du kennst dich aus? Ich kannte jemanden, der Bescheid wusste. Wie dem auch sei, ich muss sie unschädlich machen. Sonst sind wir Loredo ausgeliefert. Die sind alle sturzbesoffen. Ich provoziere die Wache. Langsam, Roche. Nicht gleich die nächste Keilerei. Solange die Balliste ballern kann, segelt keiner ohne Loredos Erlaubnis den Ponta entlang. Ich kümmere mich drum. Du geh was trinken. Okay, die Balliste. Es geht doch nichts über Spaß am Feuer. Ich nehm den mit. Treib dich hier nicht drum. Das sind einfache Bauern, die sie in Uniformen gesteckt haben. Oh, Geld. Hoffentlich kann der Onkel sich das auch leisten. Mein Ohr gibt's erst ab 10 Urens. Was willst denn du, Scheusal? Oha. Ich würde gern einen Kameraden überraschen. Dieses Häuflein Elend an der Balliste da. Letztens wollte doch so ein Holzkopf, dass ich im Verse zitiere. Ich mag solche Extravaginanzen nicht. Ich dachte an was Traditionelleres. Und das wäre? Deine Spezialität. In Ordnung. Ich habe einen festen Honorarsatz. Aber nicht bei der Balliste. Wenn du mir so blöd kommst, zahlst du auch mehr. Wie? Extra Wünsche, extra Mücken. So läuft's. Meinetwegen. Ja, hier kommen. Oh, 50.000. Werde ich mal sehen, was ich für den Guten tun kann. Oh, der da plustert sich vielleicht auf. Klappt wohl er will. Ich nehme Spaß am Feuer mit Schnaps. Mit Schnaps und jemandem zum Durchficken. Ja, jemanden zum Durchficken. Das ist richtig. Los. Soll ich dich ein bisschen aufmuntern? Der Onkel will dir ein Märchen erzählen. Tja, deine Kameraden amüsieren sich prächtig. Soll es dir schlechter gehen? Nee, gehen wir. Nee, gehen wir. Treib dich hier nicht rum. Na, Trauerkloß, soll ich dich ein bisschen aufmuntern? Ach so, weil ich zu früh da war. Okay. Amüsieren sich prächtig. Ich kam zu früh. Nee. Oh Gott. Ja, dann geht aber auch. Ja. Irgendwas mit den Titten. Das finde ich doch schon interessant. So, dann sprechen wir mal schon lange nicht mehr amüsiert. Dem Herrn Roche. Die Balliste ist erledigt. Wunderbar. Auf zu Loredo. Loredo ist mit dieser Hexe Sheila zugange. Komm später wieder. Geralt, komm runter. Wir müssen reden. Kein Durch. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Angeblich haben. Ja? Warten wir, bis die gnädige Frau mit dem gnädigen Armleuchter fertig ist? Wäre doch schade um die Zeit. Offenbar haben sich sämtliche Wachen Flotsams hier versammelt. Gucken wir uns lieber um so lange. Ist dir der Schütze hinterm Haus aufgefallen? Ich lenke ihn ab. Versuch du es zur Rückseite der Residenz zu schaffen. Wollen doch mal sehen, was die so bewachen. Verzeiht, ihr Herren, zufällig habe ich euer Gespräch mitbekommen. Worum geht's? Eigentlich habe ich ein Anliegen an den Hexer. Ich habe euch einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Erzähl. Vermutlich bist du nicht zu deinem Vergnügen hier. Da vermutest du richtig. Hast du schon vom Ungeheuer im Fluss gehört? Mir ist da was zu Ohren gekommen. Früher oder später wirst du gewiss den Auftrag bekommen, es zu töten. Man darf weiterhin annehmen, dass... Genug Annahmen und Mutmaßungen. Spuck aus, worum es dir geht. Unser braver Hausherr besitzt einen Teil der Falle, die man speziell für diese Bestie vorbereitet hat. Bin ganz Ohr. Hinterm Haus hortet Loredo allerlei Schätze.
die er Kaufleuten und Reisenden abgeknüpft hat. Leider ist es sehr viel Kram. Sicher weißt du, wo genau ich suchen muss. Ja. Die Soldaten des Kommandanten haben die Kiste mit dem Gerät in den Garten geschleppt und auf einer Plattform direkt an der Mauer zum Handwerkerviertel abgestellt. Warum erzählst du mir das? Weil wir das Untier loswerden müssen, so schnell es geht. Viel Erfolg. Gut, ich kümmere mich um die Wache. Du schleichst dich vorbei. Mhm. Yay. Okay, Suche hinter dem Anwesen nach Teilen der Falle oder nach dem Teil der Falle. Okay, alles klar, werden wir tun. Aber erst in der nächsten Episode. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir eine Bewertung da und oder einen Kommentar. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Ich sag einfach mal, bis dahin, macht's gut, haut rein.